Vielen Dank, liebe Nina, dass du hier heute da bist zu unserem Treffen. Und selbstverständlich möchte ich dich erstmal vorstellen. Und als ich nochmal selber geguckt habe, habe ich gesagt, wow, ne? Ich wusste schon immer, dass du eine klasse Frau bist, aber da habe ich mal echt geschnallt. Also du bist sozusagen in Berlin geboren, hast aber im schönen Rheinland 1991 Abitur gemacht, sozusagen in unserem Parkplatz im Süden. und hast dann interessanterweise erst einmal Musik studiert und hast sozusagen einen Abschluss im Hauptfach Violine. Dann hast du noch sozusagen Jura drangehängt, da auch das erste Staatsexamen gemacht und anschließend in Politikwissenschaften promoviert zum Thema Welthandel oder Umweltschutz. Also daher noch eine breitere Bandbreite kann man kaum haben. Du bist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages, dort vor allem die stellvertretende Sprecherin im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Und ja, aber nicht nur das, sondern irgendwie du bist, ich glaube, in fast jeder energiepolitisch relevanten Initiative, sei es national oder international, bist du sozusagen Mitglied oder eben auch Vorsitzende oder im Vorstand. Also daher, das kann man jetzt alles gar nicht aufzählen, aber du bist Mitglied im Weltrat für erneuerbare Energien. Selbstverständlich bist du bei Eurosolar. Du bist sozusagen aber auch in der Grundwertekommission der SPD. Du hast den sozialdemokratischen Energiewendeappell initiiert und du bist jetzt auch bei SPD for 1.5 dabei. Also daher, ne, an dir geht energiepolitisch gar nichts vorbei. Und eben, vielleicht haben Sie sozusagen alles, abgesehen von den inhaltlichen Themen, kennt ihr sie wahrscheinlich, weil sie ja mit unserem Karl 2019 zusammen das Duo gemacht hat und sich für den Parteivorstand beworben hat. Und ja, ist es dann leider nicht geworden. Aber auch da habt ihr schon das Thema Klimaschutz als Hauptthema vorangebracht und euch damit beworben zu einem Zeitpunkt, als die SPD das leider noch nicht so sehr drauf hatte, wie sie das im Moment hat. Also daher, wir sind alle sehr gespannt auf deinen Vortrag, liebe Nina, und ja, it's your turn. Ja, vielen Dank, liebe Marion, und hallo in die Runde. Ja, es war ja eine sehr ausgiebige Vorstellung. wird man immer ein bisschen verlegen dann. Aber in der Tat, ich habe auch rheinländische Wurzeln, zumindest ein paar, und habe auch sehr viele Jahre im Rheinland verbracht. Das Jurastudium habe ich dort auch gemacht in Bonn, und ja, und das ist auch immer noch ein Stück Heimat. Ich habe mit dem Energiewendeappell, um da mal anzuknüpfen, auch wenn das jetzt so einfach eins mitten herausgreift, eine Initiative gestartet, weil mir es irgendwie so vorkam, dass wir unheimlich viele sozialdemokratische Stimmen haben, die eine beschleunigte Energiewende wollen, aber es begegnet einem trotzdem in der Sozialdemokratie häufiger dieser komische Satz: Wir sollten doch nicht grüner als die Grünen sein. Ja. Und das hat mich so dermaßen genervt, dass ich dachte, da muss man mal ein bisschen grundsätzlicher rangehen. Und weil das einfach ich glaube, also man könnte darüber schreiben, Thema verfehlt. Ja? Also es geht ja wirklich darum, was ist mit den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität eigentlich zu leisten. Und zwar in jedem einzelnen Themenfeld, in dem es menschlichen Handlungsbedarf gibt. Und wenn wir nun mal jetzt den Klimawandel spüren, wenn wir wissen, dass wir hochgradig abhängig von fossilen Ressourcen sind, die ja nun mal endlich sind, und wir aber trotzdem eine wachsende und sich steigernd industrialisierende Weltbevölkerung haben, dann ist es einfach eine ganz simple Rechnung, dass wir irgendwann ein massives Verteilungsproblem bekommen, ein massives Teilhabedefizitproblem bekommen, weil wir eben so abhängig auch von fossilen Ressourcen sind und damit natürlich auch friedenspolitisch vor enorme Herausforderungen gestellt werden. Wir wissen, dass auch schon in der Vergangenheit Kriege um Ressourcen auf der Tagesordnung standen. Selbst Afghanistan ist in der Wurzel eine Auseinandersetzung um Ressourcenzugänge gewesen. Das vergessen auch viele, weil sich das dann irgendwann in andere Richtungen verselbstständigt hat.
Und insofern müssen wir eigentlich erkennen, dass wir das Original sind in diesen Fragen mit Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ja, diese Grundwerte sind unmittelbarer Handlungsauftrag, den Klimawandel zu stoppen, die Energiewende zu forcieren, den Umstieg auf erneuerbare Energien zu schaffen. Übrigens auch unter der Perspektive der Partei als Partei der Arbeit. Denn wo sollen denn bitte schön die Arbeitsplätze herkommen, wenn nicht im sozial-ökologischen Wandel? Und genau dort kann man dann auch Arbeit mit Zukunft finden, Arbeit mit Sicherheit, die dann eben auch morgen noch Arbeit ist. Und insofern habe ich da auch überhaupt nie einen sozialdemokratischen Widerspruch gesehen, ganz im Gegenteil, die Energiewende zu forcieren und dabei dann irgendwo ein Arbeitsplatzproblem zu bekommen. Wie gesagt, ganz im Gegenteil, gerade mit dem Arbeitsplatzargument muss man beschleunigt schauen, dass wir diesen Umstieg hinbekommen, da ja auch längst diese sogenannte Divestment-Bewegung eingesetzt hat, wonach Gelder nicht mehr in fossile Ressourceninvestitionen gehen weltweit, sondern davon abgezogen werden von diesen Prozessen. Und wenn wir eben dann politisch nicht diese Wende begleiten und initiieren und dafür sorgen, dass es tatsächlich sich vollzieht, dann kann es eben auch passieren, dass so wie auch in den letzten Jahrzehnten ja kontinuierlich Arbeitsplätze in der Kohleindustrie zum Beispiel verloren gegangen sind, auch durchaus ökonomisch motiviert verloren gegangen sind, dass die dann eben weiter auch verloren gehen werden. Und dann hat sich keiner darum gekümmert und dann stehen die Leute auf der Straße. Und dafür gibt es ja vielfache Beispiele, auch bei Siemens, Tausende von Leuten auf einmal wieder entlassen mit Fingerschnips. Da ist dann halt wieder mal ein Kind in den Brunnen gefallen, hat man zu spät reagiert. Nein, aber hier ist es eigentlich ein Arbeitsplatzverlust mit Ansage. Und es ist an uns, das so auszugestalten, dass es eben nicht auf Kosten derer geht, die dann wirklich ja einfach da nicht die lenkende Funktion haben und darauf angewiesen sind, dass man eben auch politisch das begleitet und eben das und dieses, diese, diesen Ausfall von Arbeit verhindert. Insofern, wir sind außerdem ja auch in einer Situation, in der wir Fachkräfte brauchen. Überall schreien alle Leute nach Fachkräftemangel. Wir wissen, dass wir dafür auch Umschulungsprogramme brauchen. Ja, und das muss man dann eben angehen, noch bevor eben es 5:05 ist. Und wir sind jetzt schon ziemlich nah an 5:05, was auch das angeht. Insofern auch, wer es verfolgt hat, mein Versuch auch noch auf dem Bundesparteitag, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Also wir können uns mit dem Programm durchaus sehen lassen, finde ich, im Klimaschutzbereich. Also ich will da überhaupt nichts schlecht reden. Aber gerade vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils, wo wir eine ganz klare Ansage bekommen haben, dass wir da noch offensiver in Richtung Einhaltung 1,5-Grad-Ziel sein müssen, als Deutschland, als Bundesregierung, damit auch Parlament. Aber das ist natürlich dann auch auf einen Aufruf an die Parteien in Richtung Bundestagswahl, diese Zeichen dann auch zu verstehen. Da hätte ich es eben sehr schön gefunden, wenn wir dann auch als Partei dann nochmal gezeigt hätten, ist es super, dass wir in der Fraktion da jetzt etwas nach vorne bringen. Wir haben jetzt ja auch in dieser Woche die Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes. Aber als Partei können wir durchaus noch einen Schritt weiter sein. Ja? Das ist jetzt, hat leider dann jetzt nicht die Mehrheit gefunden. Aber es ändert ja nichts daran, dass man in diese Richtung auch weiter nach vorne gehen kann, weiter noch mit den Vorschlägen uns nach vorne bringen kann. Und in diesem Sinne war ich nicht nur mit dem Initiativantrag jetzt vom letzten Bundesparteitag unterwegs, der basierte auf dem Verfassungsgerichtsurteil, sondern eben auch mit dem Energiewendeappell, den ich gerade anfangs schon erwähnt habe. Und in der Tat, es hat sich ein ganz breiter Fundus von aktiven Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten über das ganze Bundesland jetzt aufgetan und gezeigt. Und ich bin wirklich auch einfach freudig überrascht. Überrascht stimmt eigentlich gar nicht, aber freudig, dass das auch wirklich so, wie ich es immer auch vermutet habe, ja, dass diese Kräfte in unserer Partei auch wirklich existieren. Und ideal wäre natürlich, das ist auch eine Forderung aus dieser Runde heraus, das ist ja nun kein demokratisches Gremium, das ist ja ein Netzwerk, ein loses Netzwerk, was einfach auf eine Initiative hin Unterschriften unter ein Papier gesetzt hat. Aber wir sind seither ja im stetigen Austausch, im Online-Austausch und haben uns auch ein paar Mal getroffen. Und da ist ein großer Wunsch auch, dass man in der Partei vielleicht auch nochmal so etwas wie eine Arbeitsgemeinschaft
gründet. Arbeitsgemeinschaft wäre jetzt natürlich ein hehres Ziel, ne? Weil wir wissen alle, das ist ja auch innerhalb einer Zeit, in der die Partei nicht unbedingt wächst, ist das gar nicht so einfach organisatorisch. Aber das wäre natürlich schon toll, wenn wir uns auch organisatorisch noch stärker auf diese Themen einstellen und das auch hinbekommen, kontinuierlich diese Themen mit einem entsprechenden organisatorischen Unterbau auch zu bearbeiten. Und da haben wir dann ja auch die demokratische Struktur, die wir üblicherweise in Arbeitsgemeinschaften als SPD haben. Und das hätte dann nochmal eine ganz andere Zugkraft. Und ich denke, da können wir als Partei noch eine ganze Menge dann mehr leisten, als das jetzt dieser von mir sogenannte sozialdemokratische Energiewendeappell macht. Das ist aber eine gute Brückenfunktion, um vielleicht irgendwann dahin zu kommen, ein solches Forum oder im Idealfall eine solche Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Ja, zu den Forderungen. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen eingeflochten, angeknüpfend an unsere Grundwerte, dass man sowohl aus dem Solidaritätsgedanken in Richtung nachfolgender Generationen als auch aus dem Gedanken Freiheit, das hat ja auch das Verfassungsgericht aufgegriffen, hat gesagt, die Freiheitsrechte sind in einer verfassungswidrigen Weise tangiert, wenn wir nicht ab 2030 schon andere Maßnahmen wirken lassen. Das heißt natürlich dann auch, erst ab 2030 sind wir zwar im verfassungswidrigen Bereich, aber wenn dann eben wirklich mit der Stunde Null der verfassungswidrige Bereich ansetzt, dann ist klar, man muss vorher ansetzen. Ne? Man muss jetzt gleich schon anschärfen, damit man eben da nicht hinkommt. Sonst reicht die Zeit nicht oder sonst sind die Freiheitsrechte eben zu stark tangiert, um dann noch die Ziele erreichen zu können. Also eine ganz starke Verknüpfung mit den Freiheitsrechten, die wir ja bekanntermaßen in unseren Grundwerten haben. Und das so ausdefiniert bekommen zu haben, ist auch einfach ein ganz tolles Zeichen vom Bundesverfassungsgericht, weil es zwar einerseits nicht in die Gesetzgebungskompetenz des Bundestages eingegriffen hat, indem es gesagt hat, so müsste es sein, ja, aber es hat auch anerkannt, dass ja schon ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht wurde. Andererseits eben klar ist, wenn wir jetzt nichts tun, kein Nachschärfen machen, dann bekommen wir ein Problem. Und vielfach wird ja immer so behauptet, wir bräuchten dringend zur Erfüllung auch der gesetzlichen Pflicht Richtung Klimaschutz, wir bräuchten noch eine Verfassungsänderung. Also wir bräuchten den Klimaschutz ins Grundgesetz. Ich finde das insofern auch gut, dass wir jetzt dieses Verfassungsgerichtsurteil haben, ohne dass so etwas nochmal explizit in die Verfassung aufgenommen wurde. Es hat eigentlich mein Eindruck und meine Lesart der Verfassung bestätigt, dass auch die Grundrechte, wie wir sie so drin haben, mit dem Freiheitsrecht, mit dem Staatsziel Umweltschutz in Artikel 20a, dass auch dieses schon ausreichend, ich sag mal, gesetzlichen Stoff gibt, ja, verfassungsgemäßen Stoff gibt, um klar zu haben, wir haben diese Pflicht, auch mit unserer Verfassung haben wir die Pflicht, dass zum Klimaschutz, natürlich in Orientierung an dem Pariser Klimaschutzziel, aber es ist eine Verankerung in unseren Grundrechten enthalten. Ja, und auch die Gerechtigkeitsfrage, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, es ist letztendlich keine richtige Gerechtigkeit mehr durchdeklinierbar, wenn man ohne ein Erreichen von Klimaschutzzielen und dem Entkoppeln unserer Abhängigkeit von fossilen Ressourcen, wenn man bedenkt, dass die Menschheit eben einfach so abhängig von fossilen Ressourcen ist, von Energie ist. Also wenn man das weiß, wenn man das sich einmal verinnerlicht hat, dass Menschen ohne Zugang zu Energie nicht funktionieren, ja, wir sind ja nun mal anders als Tiere, brauchen wir ja zum Beispiel Kleidung. Und da fängt es ja schon an. Also um die herzustellen. Ja? Und dann könnte viele andere Beispiele. Also der Mensch, nicht nur in Gemeinschaft, auch als Wesen, ist abhängig von Energie. Und diese Gewissheit, die gibt uns ja auch auf, wie wesentlich es ist, dass wir unsere Abhängigkeit von den fossilen, endlichen Ressourcen überwinden. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann ist es auch eine ganz kleine Rechnung, eine ganz kleine Denkleistung eigentlich nur, sich zu vergegenwärtigen, dass wir dann ein massives Gerechtigkeitsproblem bekommen. Wir haben ja jetzt schon erkennen müssen in den letzten Jahren, die Kriege um die Ressourcen habe ich ja schon erwähnt, aber wir haben ja jetzt schon erkennen können,
wie teilweise im Lebensmittelbereich, wenn einfach da das als Spekulationsmasse verwendet wurde, dann auf einmal die Preise hochgehen. Jetzt malen wir uns mal aus, wie sich die Märkte, die Weltmärkte verhalten werden, wenn dann irgendwann tatsächlich eine Verknappung einsetzt. Ja, das, also die Diskussion, die wir um Energiepreise hier jetzt schon haben und uns damit auch politisch durchaus lähmen, die sind wahrscheinlich dann paradiesisch, rückblickend paradiesische Zustände gegenüber dem Zustand, den wir dann haben werden, wenn einmal die Spekulation, die Weltmarktspekulation um Energiepreise losgeht. Und auch aus diesem Punkt, aus diesen Erwägungen heraus, haben wir gar keine andere Wahl, weil natürlich dann die Ärmeren wiederum die Ersten sein werden, die abgekoppelt sind, haben wir keine andere Wahl, als aus Gerechtigkeitsgründen die Energiewende zu beschleunigen. Deswegen, damit habe ich alle nochmal durchdekliniert. Unsere Grundwerte sind für uns der Auftrag, die Energiewende zu beschleunigen. Das kann man auch übertragen auf andere Ressourcen. Und das ist einfach auch nochmal mein dringender Appell an alle, die ab und zu meinen, dass wir da vielleicht damit unsere Kernkompetenz verfehlt haben. Ich hoffe, dass ich das damit ausgeräumt habe und freue mich auch auf die Diskussion. Jo, vielen Dank, liebe Nina. Ich finde es insofern total spannend, weil du hast ja eigentlich die grundsätzliche Nachhaltigkeitsdefinition, wie sie 87 die Brundtland-Kommission schon mit Volker Hauff, dem Genossen, sozusagen aufgegriffen hat, nämlich zu sagen, es ist eine Verteilungsgerechtigkeit von Ressourcennachhaltigkeit, und zwar eben eine Verteilungsgerechtigkeit in der aktuellen Generation zwischen Nord und Süd, und sozusagen in der Diskussion zwischen den heutigen und den zukünftigen Generationen. Und diese Definition ist in spannender Weise jetzt schon eben fast 35 Jahre alt und trotzdem noch absolut aktuell. Und das sollten wir uns gerade als Sozialdemokraten immer noch mal hinter die Ohren schreiben. Ja. Ja. Aber da eben ganz spannend für diejenigen, ich bin ja hier in Köln, kandidiere ich für den Bundestag. Ich habe sozusagen einen Nachhaltigkeitshintergrund. Ich war viele Jahre die Leiterin Nachhaltigkeit und bin eben hier die Vorsitzende des Umweltforums. Viele Mitglieder des Umweltforums sind ja jetzt auch gerade in der Leitung. Und ich habe gesagt, ich wollte das mal so ein bisschen ergänzen um das, was wir denn jetzt ganz konkret tun. Ne? Also es gibt in Köln die Klimawende Köln, die hat gefordert, dass die stadteigene Rheinenergie bis spätestens 2030 auf 100% erneuerbare Energien umstellen soll. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, haben gesagt, hört sich erstmal gut an, aber bedeutet de facto, sie fokussieren ausschließlich auf das Thema Strom, aber eben die Rheinenergie ist ein großer, vor allen Dingen die Kernkompetenz ist das Thema Wärme. Also Fernwärmeproduktion und eben in der Logik des Ganzen, wenn man das umsetzen würde, müsste die Rheinenergie 2030 die ganzen KWK-Anlagen abschalten. Das kann auch nicht in unserem Sinne sein, deswegen haben wir uns intensiv auch mit dem Thema Wärmewende auseinandergesetzt. Und da ist ja im Moment in unserem Programm das Haupt quasi Lösung für das Ganze auch eine Elektrifizierung im Wärmebereich, eben mit einem starken Ausbau von Wärmepumpen. Aber da ist eben die Frage, ist es das alleine? Ne, weil Wasserstoff ist jetzt sozusagen, glaube ich, im Wärmebereich nicht unbedingt, also höchstens die KWK-Anlagen damit zu betreiben, aber sozusagen ne, da eben Lösungen zu suchen, in welchem Bereich kann das gut gehen. Wir haben uns mit dem Thema Solaroffensive auseinandergesetzt, weil selbstverständlich in unserem Programm steht jetzt 100% erneuerbare Energien bis spätestens 2040. Das bedeutet, wenn ich gleichzeitig im Bereich, sowohl im Bereich Verkehr als auch im Bereich Wärme stärker elektrifiziere und die ganzen Szenarien sagen ja einen deutlichen Anstieg des Netto-Stromverbrauchs in Deutschland, dann ne, wo soll es herkommen? Dann müssen wir massiv ausbauen. Und das bedeutet eben auch in einer Stadt wie Köln, dass auf deutlich mehr Dächer entsprechende PV-Anlagen kommen müssen, weil hier in Köln ist halt Wind anders als bei euch oben in Schleswig-Holstein. Kein großes Thema und auch Geothermie kann nur in ganz kleinen Bereichen der Stadt irgendwie eine Relevanz haben. Also daher, wir überlegen uns eben, wir versuchen hier in Köln massiv eben das
was du jetzt sozusagen als Überbau dargestellt hast, das sozusagen zu diskutieren, aber ist eben auch runterzubrechen und zu sagen, was genau bedeutet das irgendwie für Köln? Und das Spannende ist eben auch das, was du angeführt hast, das Thema Fachkräftemangel. Das haben wir in allen Diskussionen mitbekommen, dass das im Prinzip der Flaschenhals ist, dass wir sowohl für den Ausbau der erneuerbaren Energien als auch für die Elektroladesäulen etc. einfach nicht genügend Fachkräfte haben, nicht genügend Handwerker, die das können. Und da sind wir zum Beispiel auch mit der Handwerkskammer in Köln und wie haben wir die ersten Gespräche geführt, wie wir da unterstützen können. Ne, weil ich bin absolut bei dir. Ich glaube, diesen Satz irgendwie, wir wollen ja nicht grüner werden als die Grünen, ne, kann ich auch, ne, muss ich jedes Mal brechen. Und wir denken es ganz anders. Und ich sage immer, während die Grünen sagen, jeder, der einen Job in einer nicht zukunftsfähigen Branche hat, der wird eben mit dem bedingungslosen Grundeinkommen abgespeist. Und wir sagen, nein, wir wollen für diese Menschen zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ja, und weil für uns ja Arbeit ein wichtiger Wert ist, der eben auch was mit dem Selbstwertgefühl von Menschen zu tun haben. Und in diese Richtung denken wir und gucken halt, was dafür Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, um genau diese Transformation hinzubekommen. Und ich glaube, ne, da sind wir auch in Köln auf einem guten Weg in den Überlegungen und das passt gut zu dem Programm, was wir haben. Und ja, ich schlage vor, es sind jetzt bestimmt Fragen aufgekommen. Es haben eben schon einige genickt, den Kopf geschüttelt. Also daher schlage ich einfach vor, wenn ihr jetzt Fragen habt, ne, stellt sie jetzt und Benedikt, jetzt Signal aus.